Ja, ganz schön was los. Dann geht es jetzt um noch ein bisschen mehr. Frankfurt gegen Magdeburg. Denn wer vor der Winterpause noch da oben andocken will, der sollte heute das Spiel möglichst gewinnen. Magdeburg allerdings personell stark ausgebremst nach dem Derbysieg gegen den HFC. Heute waren drei Spieler gesperrt. Christian Beck, Marius Sowislo und Jan Löhmanns-Röben. Die Achse des Erfolgs also draußen. Ob das dennoch gut ging, weiß Alkalay. Leidenschaft. Leistungsträger ersetzen. Handke und Butzke zum Beispiel. Solche Charakterspieler, die nie aufstecken. Weitere Idee von Jens Hertel, neues System. 3-4-3 mit Raute und nur einem Sechser. Das ist natürlich der einzig übriggebliebene. Das ist Niklas Brandt. Soll defensiv stehen, aber darf auch offensiv. Genau wie hier, genau wie auch Nico Hamann. Pearson. Und da ist Düker. Quasi der Beckersatz. Hier verdient er sich diesen Namen nicht. Julius Düker, 20 Jahre in der zweiten Liga, 17 Spiele für Eintracht Braunschweig. Aber noch ohne Tor im Profifußball. Der FSV Frankfurt 0:1 in Mainz, zuletzt raus im Pokal. Wütend. Ornatelli auf Schleusener und der auf Kader. Vorbei an Hamann und am Tor. Kagadai Kader, 19 Jahre alt, erst in Leverkusen und Schalke ausgebildet. Ein Saisontor gegen Fortuna Köln, erstmal keins gegen Magdeburg. Frankfurt versuchte es mit Graudenz auf Schleusener. 7 Tore schon, Schleusener, Hamann auf der Linie, nochmal Graudenz. Schiller dazwischen, genau das ist die Leidenschaft. Die Hertel meinte, erst von Nico Hamann, dann von Schiller gegen Graudenz. Einwurf schachtend, vor Hertel, vor Vrabetz. Und Schiller gegen Kader, Ernst Schwede und Kahn. Schöner Laufweg von Tobias Schwede, der bietet sich sofort an. Und noch einer entzieht sich clever, Julius Düker, 0:1. Erst flattert er vor Pearson, jetzt dieser perfekte Abschluss. Sein erstes Tor für Magdeburg, sein erstes Tor als Profi. Der 20-Jährige, nun doch ein Beckersatz. Schwede mit toller Vorarbeit, super Laufweg von Schaal zum kurzen Pfosten, der Corbin Ong wegzieht. So viel Platz für Düker. Direkt vor den Magdeburger Fans das 0:1. Zweite Hälfte, ein Spiel zwischen den Strafräumen. Der FCM opferte sich auf und Hertel wechselte. Radzek kommt nicht vorbei an Corbin Ong. So nochmal Frankfurt mit Berry und mit Schleusener im Strafraum gegen Handke. Der bügelt den Fehler von Radzek aus, sieht aber gelb. Denn Dr. Robert Kampka hatte das Foul an Berry nicht vergessen. Letzte Minute. Ecke FSV Frankfurt. Wo liegt der Ball denn? Mittendrin im Spielfeld. Bahn. Und da ist der eingewechselte Jovanovic. Stützt sich allerdings auf gegen Puttgammer. Freistoß FCM. Der Ex-Dresdner. Viele Konterchancen für den FCM. So wie hier. Kart. Spielt nicht auf den eingewechselten Farona Pulido. Stattdessen Niklas Brandt. Noch kein Saisontor. Trifft er heute als einsamer Sechser? Nein, Pearson ist da. Aber eben auch der Schlusspfiff. Magdeburg siegt 1:0 in Frankfurt. Fährt den vierten Saisonsieg ein. Den vierten Auswärtssieg nach 90-minütigen Kampf. Und dem goldenen Tor von Julius Düker. Sabrina Bramowski. Ja, ich freue mich natürlich, dass ich meinen Teil zum Sieg beitragen konnte. Ja, wir gehen mit dem 1:0 nach Hause. Jetzt freuen wir uns auf die Rückfahrt und ja, haben wir uns verdient. Was steht denn an bei der Rückfahrt? Wird da wie gewohnt Poker gespielt oder gibt es da irgendwie extra Bonus heute? Nein, gibt keinen Bonus. Wir spielen ein bisschen Poker. Der eine liest ein Buch, der andere spielt ein bisschen Nintendo oder macht sonst was. Aber, was waren Sie? Ich werde ein bisschen Poker spielen, auf jeden Fall. Ich muss sagen, riesen Respekt und Kompliment an die Mannschaft mit den ganzen Umstellungen, die wir jetzt Woche für Woche vornehmen müssen. Gehen sie immer wieder ans Limit und das ist aber die Basis in der dritten Liga, um Punkte zu holen. Und jetzt genießen wir das natürlich mit den 27 Punkten. Die Jungs haben sich jetzt einen Tag mehr Winterferien verdient und das auch redlich. Wer darf heute zuerst trinken? Griff zur Wasserflasche. Auf der Rückfahrt geht es ganz sicherlich auch um andere Getränke.
Ja, und wie gehört, es wird viel gepokert. Gepokert hat sich der FCM zum 4. Pflichtspielsieg in Folge auf jeden Fall mal sportlich schon. Nächste Woche kommt der VfR Aalen zum Topspiel. 5. gegen 7. Und damit sind wir auch schon bei der Tabelle der 3. Liga. Der FCM macht den großen Sprung von 8 auf 5. Also ganz vorne bleibt der MSV Duisburg, dahinter Osnabrück. Der Hallische FC, das war klar, rutscht von 2 auf 3. Die Kieler kurz dahinter und dann scheibchenweise. Der 1. FC Magdeburg nur einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Der Chemnitzer FC zwei Zähler dahinter. Also ganz starke mitteldeutsches Trio dort oben. FC Hansa Rostock auf Rang 10 und der FC Rot-Weiß Erfurt auch nur 4 Punkte hinter dem Chemnitzer FC. Am Samstag geht's ja gegen Hansa Rostock. Schauen wir noch weiter nach unten. Dort sehen wir den FSV Zwickau auf Rang 19. Das 3:0 sollte richtig viel Mut geben.